Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr auf Mr. Think Queer. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2018 gestartet, reingekommen. Und ja, wir machen direkt hier weiter auf dem Channel. Wir haben eine themenfreie Woche für euch jetzt. Und so nach Weihnachten und Silvester war ich total raus. Und jetzt so ein paar Tage vor Donnerstag habe ich gedacht, oh Mist, ich muss ja ein Video machen und ich habe überhaupt keine Ahnung worüber. Und da habe ich mich erstmal an eine Freundin gewendet, die die Videos hier auch schaut und auch ein paar Themenvorschläge parat hatte. Und da habe ich mich so ein bisschen von leiten lassen oder inspirieren lassen. Und dann habe ich mich letztendlich dafür entschieden, nochmal an dem Wochenthema von letzter Woche anzuknüpfen. Das war Sex und Gender. Da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich vielleicht einiges im Unklaren gelassen habe, beziehungsweise nicht so formuliert habe oder dass ich mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht habe. Das habe ich jetzt nochmal nachgeholt und hoffe, dass ich da jetzt so ein bisschen mehr Substanz reinbringen kann, auch für mich selber. Also ich garantiere für nichts, aber ich erzähle einfach mal so auch vielleicht am Beispiel von mir selber oder was mir eben vertraut ist und was ich glaube zu wissen. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen geschichtliches Wissen parat aus dem Studium. Da bin ich nämlich über einen Text gestolpert von einer Dozentin von mir, die in den Gender Studies auch sehr präsent ist. Das passt nämlich auch jetzt schön zu dem Thema. Aber dazu gleich. Erstmal will ich mit einer Frage unter meinem letzten Video, also zu Sex und Gender, zurückkommen, die mir eben auch den Denkanstoß gegeben hat, nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Die Frage nämlich, vielen Dank übrigens an JN oder JN, lautet, ist es nicht so, dass eben genau bei Transpersonen das Biologische überhaupt nicht dem sozialen Geschlecht entspricht? Oder denke ich da falsch? Ja, ich glaube, ganz falsch denkst du nicht, aber ich glaube, man muss nochmal genau unterscheiden zwischen biologischem und sozialem Geschlecht. Also das biologische Geschlecht definiert sich durch unsere organische Beschaffenheit, jetzt ganz grob gesagt, ich komme da gleich nochmal genauer drauf, und das soziale Geschlecht, als was wir nach außen hin leben und uns präsentieren. Und wenn ich das Beispiel von mir selber nochmal gucke, also jeder ist da ja auch anders, vielleicht hat jeder auch seine etwas eigene Definition davon. Ich zum Beispiel, ich wurde als biologisches Mädchen geboren. Ich habe Gebärmutter und Eierstöcke, was in meiner Jugend dazu geführt hat, dass die weibliche Pubertät angekurbelt wurde und ich biologisch zur Frau wurde, was überhaupt nicht dem entsprochen hat, was mein Gehirn erwartet hat. Also mein Gehirn ist männlich, jetzt mal so ganz grob gesagt, und hat eben mit mehr Testosteron als mit mehr Östrogen gerechnet. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon jetzt, wo ich auf Testosteron bin und in meiner männlichen Pubertät bin und mein Körper im Einklang mit meinem Gehirn ist, also ich im Einklang mit mir selbst bin auch, dass ich mich irgendwo auch als biologischen Mann auch fühle oder definiere irgendwo. Ich kann darüber hinwegsehen, dass ich noch weibliche Organe habe. Die funktionieren irgendwie gerade gar nicht mehr, die sind für mich irgendwie gar nicht präsent. Ich fühle einfach, dass die Hormone eben auch was mit mir machen, dass es irgendwie stimmiger ist als mit dem mehr Östrogen und so. Also zum einen machen die Hormone natürlich ein männliches Erscheinungsbild, zum anderen wirkt es sich aber natürlich auch auf das Innenleben aus. Interessant ist, fällt mir gerade ein, dass Transsexualität früher im medizinischen Bereich, das ist auch eben eine veraltete Definition, aber ich finde das ganz interessant, dass Transsexualität früher eben auch als eine Art Intersexualität begriffen wurde, da ja das Gehirn anders gepolt ist als der Körper und dass da eben ja bei quasi beiderlei Geschlechtsmerkmale irgendwo vorhanden sind. Also das gefühlte Geschlecht, das nun mal eben anders ist als das biologische Geschlecht. Das soziale Geschlecht, also Gender, beschreibt ja eigentlich nichts anderes als das, wie wir uns ausdrücken. Es ist ja nun mal auch
gesellschaftlich oder auch kulturell geprägt, was wir als männlich oder weiblich definieren. Mittlerweile hat sich das ja auch etwas aufgebrochen. Das nicht-binäre Geschlechtermodell, also dass ein großes Spektrum vorhanden ist oder eben auch ein nicht-geschlechtliches Spektrum da ist, also Agender-Leute, die sich als weder männlich noch weiblich definieren. So einfach ist es ja auch nicht mehr. Also, dass wir auch versuchen, uns in Geschlechterrollen auch reinzupressen, wie in den 50er Jahren zum Beispiel. Ihr müsst einfach mal Filme aus den 50er Jahren gucken. Es ist einfach unglaublich. Also ich finde das im heutigen Kontext zu sehen unglaublich, wie viel sich in diesen 50, 60 Jahren getan hat mittlerweile. Wie sehr die Frau an die weibliche Rolle eben gebunden war und der Mann an die männliche, da war überhaupt gar kein Spielraum denkbar. Und das ist ja heute gar nicht mehr so. Also diese Denkmuster existieren natürlich irgendwo auch noch, ja, in der Gesellschaft. Es wird vom Mann eher männliches Verhalten erwartet und von der Frau eher weibliches, aber es ist nicht mehr so streng und anderes Verhalten ist nicht mehr derartig tabuisiert wie damals, das muss man ja auch sehen. Interessant auch ein weiterer Kommentar von Sonnenrocky, Dankeschön. Den will ich mal so ansatzweise vorlesen, um auch den Gedankengang mal so präsent zu machen. Und da wollte ich gleich dann auch noch was zu sagen. Ich finde es schwer, die männliche Rolle vom männlichen Identitätsgeschlecht zu trennen. Ein Mann, der als Friseur, Kindergärtner, Grundschullehrer oder ähnliches arbeitet, kann als Mann trotzdem eine männliche Geschlechterrolle spielen und sich als Mann identifizieren. Ich finde, die gesellschaftliche Geschlechterrolle findet sich eben in den Facetten wieder. Redet viel oder wenig, ist besonders emotional oder emotional gelassen, setzt Prioritäten im familiären oder im beruflichen Bereich und so weiter. Ja, also da ist eben auch die Frage, was wir mittlerweile als männlich und weiblich definieren. Und ich glaube, vieles verwischt da auch heute. Und so einfach zu sagen, zum Beispiel, ein Mann, der Friseur ist, ist automatisch schwul, ist es ja auch nicht mehr. Also auch dieser Fehltritt durch das, durch den Gender, die sexuelle Orientierung herauszufinden, meinetwegen, ist ja auch totaler Schwachsinn. Auch wenn es natürlich Klischees gibt, die sich bestätigen, das ist natürlich auch so. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Aber um nochmal auf Geschlechterrollen und so weiter und auf Gender zurückzukommen, sehr interessant und ich glaube, das wissen auch die wenigsten, dass dieses Zwei-Geschlechter-Modell, was wir jetzt haben und was ja jetzt auch allmählich aufbricht, wir bekommen ja jetzt bald das dritte Geschlecht im Ausweis als Möglichkeit, dass dieses Zwei-Geschlechter-Modell Mann-Frau erst seit der Aufklärung, also seit dem 18. Jahrhundert wirklich in den Köpfen der Menschen existiert. Wir glauben, das gibt es schon ewig, es ist so verankert, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es auch andere Zeiten gab, in denen anders gedacht wurde. Nämlich vor der Aufklärung, was bis in die Antike zurückzuführen ist, gab es das Eingeschlechtermodell. Also es wurde davon ausgegangen, dass der Mann das einzig wahre Geschlecht ist und die Frau quasi nur ein Abklatsch des Mannes ist. Zum Beispiel wurde der Uterus auch als nach innen gestülpter Penis verstanden. Das muss man sich mal vorstellen, also dass die Frau gar nicht als eigenständiges Geschlecht existiert hat. Natürlich gab es da auch Geschlechterrollen. Aber allein die Vorstellung von Geschlecht, wie wir es heute haben, existiert nicht seit Urzeiten. Also es ist immer irgendwie im Wandel und wie man jetzt auch merkt, ist es eben im Wandel. Wir definieren Geschlechter und Geschlecht eigentlich immer wieder neu und anders und das finde ich gerade interessant daran. Wie verortet sich Transsexualität dann? Also es gibt ja mittlerweile auch, wie Sonnenrocky auch später in dem Kommentar noch meint, Zurücktransition. Leute, die meinetwegen Frau zu Mann, aber dann wieder zurücktransitioniert sind, weil sie gemerkt haben, dass Mannsein doch nicht zu ihnen passt. Schon interessant. Von daher zeigt sich Geschlecht für mich auch als total nicht feststehender Begriff. Geschlecht existiert immer im gesellschaftlichen Kontext und die Definition und letztendlich ist es auch das, was wir daraus machen. Von daher, ja, will ich das auch mal offen stehen lassen und falls ihr noch irgendwie
Anmerkungen habt oder so, gerne in die Kommentare rein. Also ich stehe da selber mit Fragezeichen und ich glaube, mehr kann ich auch gerade gar nicht erzählen. Ich muss nur dringend an den Schreibtisch und meine Hausarbeit weiterschreiben. Aber das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich wünsche euch noch eine gute Woche und viel Spaß mit den anderen Jungs. Mal sehen, was die in ihrem Team frei haben. Also dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Cheerio!